Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Änderung der Öffnungszeiten und Einführung einer festen Pausenregelung auf den Wertstoffstationen und Schadstoffannahmestellen in Karlsruhe. Zur Ergänzung zu Top 4, es hat im Bäderausschuss nach Fertigstellung dieser Informationsvorlage eine kleine Änderung der Öffnungszeiten gegeben. Das betrifft aber nicht die Maybachstraße, sondern nur Wettersbach, ist also jetzt für uns als Gremium insoweit irrelevant. Herr Dr. Noé. Ja, vielen Dank für die Überarbeitung der Vorlage. Ich bin ja das letzte Mal einer derjenigen gewesen, der das ziemlich deutlich kritisiert hat, dass da an allen Wertstoffstationen eine Mittagspause eingeführt wird. Ich möchte noch mal vorausschicken, selbstverständlich müssen die Arbeitszeitregelungen eingehalten werden und selbstverständlich müssen die Rüstzeiten eingehalten werden. Nichtsdestotrotz erkenne ich jetzt, und das war ja auch dem Vorgehen unserer Gemeinderatsfraktion geschuldet, dass man jetzt zumindest der Maybachstraße in Durlach als großer Station zugesteht, dass man da die Öffnungszeiten durchgehend hält und da nicht einfach eine Stunde zumacht. Ich denke, das kann man auch erwarten, wenn da mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort beschäftigt sind. Nichtsdestotrotz ist mir nach wie vor der geschlossene Montag ein Dorn im Auge. Ja, ich höre das also von Bürgern, ich höre das auch von Unternehmen, von Immobilienunternehmen, wenn die übers Wochenende samstags Entrümpelungen durchführen, stehen sie am Montag vor geschlossenen Türen. Und deswegen möchte ich hier nochmal fordern, dass zumindest eine Wertstoffstation, und wenn es die Nordbeckenstraße ist, montags auf ist. Ja, weil gerade wenn am Wochenende samstags Arbeiten stattfinden und dann vielleicht auch noch die Samstagsschließzeiten auch noch nach vorn gelegt werden, so sieht es jetzt ja auch aus, dann sollte zumindest der Montag auf sein, weil ansonsten provozieren wir natürlich wieder Schwarzablagerungen, dass die Leute das Zeug einfach vor das Tor kippen, was natürlich nicht in Ordnung ist. Dann möchte ich hier auch kritisch beleuchten diese Saisonregel, die natürlich total verwirrend ist. Ja, wie geht der Bürger vor, wenn er rausfinden will, wann die Öffnungsstation geöffnet ist? Er geht ins Internet und hat dann da verschiedene Suchmaschinen. Und in den wenigsten Fällen stimmen dann die Ergebnisse der Suchmaschine mit den tatsächlichen Öffnungszeiten überein. Das heißt, wenn das wirklich so kommt, dann sollte man zumindest dann dafür vom Denks Presseinformationsamt ist dafür wahrscheinlich dann ja zuständig, dann gucken, dass die gängigen Suchmaschinen gepflegt werden und die Öffnungszeiten dort auch passend hinterlegt sind. Und dann hätte ich noch eine weitere Anregung. Wir müssen alle sparen, das ist völlig klar. Ja, aber diese Saisonöffnungszeiten, vielleicht kann man die auch mit Saisonarbeitskräften, ja, mit Schülerjobs, Studentenjobs oder sowas unterstützen, dass man doch das ganze Jahr durchgängige Öffnungszeiten hat. Das ist ein Service gegenüber den Bürgern, die hier ja auch Steuern und Abgaben bezahlen. Und dann höre ich vorne bei dem ersten Tagesordnungspunkt den Bericht, dass es kommunale Beschäftigungsprogramme gibt. Vielleicht sollte dann auch da vielleicht die eine kommunale Stelle mit der anderen sprechen. Vielleicht gibt sich ja die Möglichkeit, da doch jemand anzuleiten und da auch in Arbeit zu bringen. Vielen Dank, Frau Frei. Ja, vielen Dank. Mir gefallen diese Öffnungszeiten ausnehmend gut. Ein Immobilienunternehmen muss sowieso sich überlegen, welche Wertstoffstation er anfährt, weil er nämlich kostenpflichtig entsorgen muss. Ich denke, ein freier Montag ist diesen Mitarbeitenden, die nämlich samstags arbeiten, durchaus zuzumuten oder zuzugestehen, besser gesagt. Das sind Menschen, die in einer sehr niedrigen Einkommensschiene arbeiten, in einer wirklich sehr niedrigen Einkommensschiene. Und dann hat der eine 5-Tage-Woche sich damit auch redlich verdient. Und ich halte es schon auch immer für sehr, na, wir wollen auch am Montag was tun und entsorgen. Gott, dann lass es halt stehen und fahre am Dienstag hin. Und wenn ich wissen habe, wann das Teil aufhat, mache ich Internet auf und gucke. Ist doch nicht so schwer. Also vielleicht darf ich direkt dazu antworten. Selbstverständlich wenn muss der... Wenn ich aufrufe, ja. Wenn ich einen Antrag direkt darauf sagen zu dürfen. Bitte schön. Unabhängig von der Rednerliste. Direktes Statement dagegen. Ich verwehre mich gegen den Vorwurf, dass sich jemand, der 5-Tage-Woche hat, dass der an dem Montag dann auch noch arbeiten soll. Sondern ich erwarte von der Verwaltung, dass ein Dienstplan erstellt, dass dann andere Leute am Montag arbeiten. So viel zur Richtigstellung. Danke. Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir werden das ja protokollarisch weitergeben. Aber zur Kenntnisnahme sind wir ja schon gezwungen. Wir haben es ja alle gelesen. Und deswegen nehmen wir das jetzt so zur Kenntnis. Zusammengefasst kann man aber sagen, gegenüber der ursprünglichen Vorlage ist jetzt diese Regelung für die Maybachstraße und damit auch für Durlach eine enorme Verbesserung.